Herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Und wir waren das letzte Mal stehen geblieben vor dieser Tür und werden sie jetzt öffnen. Schlüssel akzeptiert, Miau. Und die nächste auch. Achso, oh, jetzt habe ich mit dir geredet. Willkommen zu Hause, Meister. Alle Werbeunterbrechungen werden wie gewünscht aus den für Meister aufgenommenen Sendungen entfernt. Das ist nett und wir wollen den Schlüssel hier einsetzen. Miau! Beide Schlüssel akzeptiert, Miau. Einen Moment, du siehst gar nicht wie der Meister aus. Nur Meister Konrad und total heißen Bräuten ist der Zutritt hier gestattet. Alle anderen bekommen den Miezenlaser zu spüren. Nein! Ich bin heiß. Hau ab! Nein! Oh, hier, ich glaube, ich muss hier rein. Wie mies. Was ein Freak! Okay, dann müssen wir Peach jetzt wirklich benutzen. Ich bin eine heiße Braut. Lalala. Hi. Nur Meister Konrad und total heißen Bräuten ist der Zutritt hier gestattet. Eintritt wird bei voller Kompatibilität mit Meister Konrad gestattet. Bitte beantworte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr, Miau. Videospiele und heiße Bräute sind vom Feinsten. Wahr. Ist es eine limitierte Edition, ist der Kaufpflicht. Wahr. Ich habe Videospiele gekauft, die ich dann nicht gespielt habe. Wahr. Kämpfen riesige Roboter gegen riesige Roboter muss man es einfach kaufen. Wahr. Es sind keine Puppen, es sind Actionfiguren. Wahr. Diskussionen um Raumschiff Crucion haben schon einmal eine Freundschaft ruiniert. Wahr. Ein krass cooles Cover ist wichtiger als die Handlung. Wahr. Niemals den ersten Comic des Stapels nehmen. Oh Gott, wahr. Meine erste Liebe war ein Anime-Charakter. Wahr. Ich liebe es, mich in Foren über Spiele zu beschweren, die ich nie gespielt habe. Wahr. Miau. Oh Gott. Krank. Kann ich mich jetzt zu Mario verwandeln? Ach komm, wir gehen als Peach rein. Ist bestimmt lustiger. Kikikikik, wer bist denn du? Hey, was machst du in meinem Zimmer? Schon mal von Privatsphäre gehört? Oh, da bist du, Konrad. Ich habe überall nach dir gesucht. Nach mir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist eine heiße Braut. Heiße Braut-Alarm. Was, oh Mann, eine echte Frau in meinem Zimmer. Muss mich beruhigen. Ich bin zu aufgeregt. Viel zu aufgeregt. Wieso fange ich an zu schwitzen? Unfähig mit Frauen zu sprechen, brauche mein Laptop. Starte, Babesor-Echse. Nerd-to-Babe-Schnittstelle aktiviert. Willkommen in meinem Fort, wie geht es dir? Was ist das denn? Was geht hier vor sich? Ich lade dieses Programm immer, wenn ich mit Bräuten spreche. Das wird krass, dann lassen wir Babesor-Echse mal seinen Job machen. Wie soll ich anfangen? Wie heißt du? Mein Name... Ein Nerd wie dir verrate ich meinen Namen sicher nicht. Boah, ist sie kalt. Das schockiert mich schon ein bisschen. Sie ist ein harter Brocken, aber irgendwie ist das auch heiß. Konrad fühlt sich weiter angezogen. Konrads Leidenschaft steigt ein Level. Oh Gott. Oh Mann, was nun? Du bist so niedlich. Fast so wie eine Prinzessin aus einem Comic oder Videospiel. Und so lebhaft, aber das erhöht deinen Charme nur noch. Du findest mich charmant? Du willst lebhaft? Dann gebe ich dir lebhaft. Arx, tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Vergib mir meine Königin. Ich bin keine Königin. Ich bin eine Prinzessin. Sie ist total süß, wenn sie wütend wird. Konrad wurde angeschrien. Charisma und Leidenschaft steigen ein. Oh, was ein Freak. Und was nun? Zeichen meiner Zuneigung möchte ich dir dieses Geschenk überreichen. Peach hält das signierte rosa Prinzessin-Poster. Vielen Dank, Konrad. Vielen Dank, das ist wunderschön. Du magst es? Ich wusste doch, dass jemand wie du das Poster zu schätzen weiß. Ich habe es bei einem rosa Prinzessin-Fantreffen erstanden. Ich wollte nur eine CD, aber als ich das Poster sah, musste ich es einfach haben. Die Stimme der Prinzessin und der Regisseur haben es signiert. Wie du sicher weißt, wurde der Regisseur nach Staffel 3 ausgetauscht. Und dazu ist das Logo auch noch in dieser vergoldeten Folie mit Hologramm. Und das Papier erst weist UV-Licht ab. Das Poster wird also nie ausbleichen. Ich,
könnte es für dich rahmen lassen. Wie wäre das? Ja, klingt toll. Von was spricht er da? In Ordnung, lass mich jetzt noch ein paar Minuten behalten, okay? Peach gibt das Poster zurück. Konrads Zufriedenheit und Leidenschaft steigen ein Level. Okay, und als nächstes? Kann ich irgendwas tun, damit er mich nicht liebt? Sehr ätzend. Wir sind füreinander bestimmt. Das ist Schicksal. Wir sollten heiraten. Heiraten? Wie viel verdienst du denn? Wer sucht eigentlich diese Antworten für mich aus? Ich heirate diesen Trottel nicht. Und wieso spreche ich überhaupt mit ihm? Ich wollte Tippi retten. Wo ist sie? Tippi? Tippi. Hier gibt's keinen Tippi-Befehl. Wovon spricht sie überhaupt? Jetzt reicht es mir aber. Du lässt sie besser sofort frei. Peach verwendet Kabumso. Kabumso explodiert. Nein, meine Grafikkarte. Ach, ich liebe diesen Teil. Schön. Das war die einzig funktionierende Version von Nerd to Babe. Und jetzt ist sie zerstört. Reale Bräute machen mir Angst. Peach. Tippi, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du bist gekommen, um mich zu retten. So, ihr habt also mein Fort gestürmt und wollt Konradieschen stehlen? Nein, das werde ich nicht zulassen. Der Name Konradieschen stammt übrigens von mir. Krass, oder? Zuerst fand ich es etwas komisch, dass du sprechen kannst. Aber die Reaktion auf dieser Name Lepidoptero.nr haben mich überzeugt. Lepidopteronär. Ist das ein Wortspiel? Nee, ne? Und du bist mein einziger Offline-Freund. Niemand wird dich mehr wegnehmen. Wie? Okay, ihr könnt mich nicht sehen. Meine Kräfte sind eben vom Feinsten. Klein Konradieschen habe ich versteckt, damit ihr sie mir nicht wegnehmen könnt. Ich bin wie der verschmähte Krusion vom Staffelende vom Raumschiff Krusion. Spürt meine Rache. Diese Musik. Ich werde eben auf Mario wechseln. Ich weiß nämlich Folgendes. Man sieht ihn nämlich trotzdem. Ja, da ist nämlich ein Schatten. Ein Schatten. So. Das sieht man natürlich seitlich nicht. Könntest du erscheinen? Okay, jetzt habe ich gepennt. Weil irgendwie muss man den ja sehen. Ich dachte jetzt, vielleicht hat er sich nur gedreht in eine Dimension, aber... Er wird wirklich unsichtbar. Und man sieht ihn dann wirklich. Unglaublich. So. Könnte es jetzt mal erscheinen? Fände ich jetzt sehr praktisch, wenn du erscheinen würdest, weil meine Energie gleich alle ist. Oh, dammit. Erscheine mal schneller. Ich habe nicht ewig meine 3D-Leiste voll. Ah, kannst du mal erscheinen? Miau-Bomben! Nein! Niemals! Lass mir in Ruhe! Ah, da kommt er! Verdammt! Nicht aufgepasst. Kann ich ja wieder drehen. Oder auch nicht. Bleib einfach mal stehen. Der scheint ja immer... Genau. So. Der scheint ja immer vor mir. Oder hinter mir. So, jetzt sind wir wieder voll. Wo ist er? So. Muss ja mal so langsam gehen jetzt hier. So. So kann man ihn auch treffen? Ist das so leichter? Ist ja... Na gut, so geht's auch. Okay. Wenn man denn Glück hat. Und richtig springt. Wo ist er? Wo bist du? Hinter mir. Gott, und wieder die doofen Miau-Bomben. So, das war gut. Glaube ich. So. Wo bist du? Komm aus deinem Versteck. Nein, treff ihn doch. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Aua. Mann. Manchmal triffst du ihn in 2D besser, manchmal in 3D. Wo bist du? Da hinten. Mist. Jetzt geht er mir aber auf den Nerven mit seinem
komischen Miaubomben. Da ist er. Kikiki. Hab Mitleid. Mario, ihr seid alle gekommen, um mich zu retten. Ich danke euch. Vielen Dank euch allen. Ich bin so glücklich. Was ist das? Das reine Herz, aber wie? Als ob Tippis Herz vor Freude überschäumt und so ein reines Herz erzeugte, oder? Mario, ich war über eure Erscheinen und die Rettung einfach so glücklich. Bitte, nimm es. Es ist so kitschig, aber wir haben das Herz. Du hast ein reines Herz erhalten. Yay! Ende des Kapitels. Das vierte reine Herz erschien in einem blendenden Schein. Wodurch wurde es sichtbar? Dies und andere Rätsel beschäftigten die Gruppe. Ihr seid unverletzt, oder? Fragte Tippi voller Besorgnis. Tippi erschien verändert, Mario dagegen schüttelte nur mit dem Kopf. Der lange Weg zurück nach Flipshop lag vor ihnen. Wir wollen speichern, jawohl! Und wir hören uns jetzt noch wahrscheinlich Merdons Gequatsche an, oder das Gequatsche. Und so haben diese Rabauken es geschafft, mich zu überrumpeln. Ach, sie sind stark, das steht fest, sehr stark. Ich wage es kaum zu sagen, vielleicht stark genug, der Prophezeiung zu trotzen. Erspare Graf Knickwitz dieses Geschwätz. Das lichte Prognostikon ist falsch. Das dunkle Prognostikon hat eine Antwort parat, wie wir diese Rabauken loswerden. Na sowas, das höre ich zum ersten Mal, dann erzählt. Bald, Dimensio, bald. Oh, Nastasia, es wird Zeit, ihn auf sie zu setzen. Ja, ich werde mich darum kümmern, Graf. Ganz reizend, kehrt nun zu euren Aufgaben zurück. Ihr Befehl, Graf. Lang lebe der Graf. Liegt dir etwas auf den Herzen, werte Nastasia? Ja, Graf, wisst ihr, es ist noch Zeit. Ihr könnt es euch noch anders überlegen. Genug, Nastasia. Wir sind so nah am Ziel und wir setzen diesen Weg fort. Aber du musst nicht an meiner Seite bleiben. Du hast meinen Segen zu gehen. Nein, mein Graf. Ich habe euch meine Loyalität und mein Leben gegeben. Beides gehört euch seit dem Tag, an dem ihr mich gerettet habt. Ich werde an eurer Seite bleiben, bis mein Spiel ein Ende gesetzt wird, Kay. Wenn du das so möchtest... So, interessant. Nastasia und der Graf, so tiefgreifende Gespräche? Was der Graf wohl für ein Spiel hier spielt? Nun gut, soll er sich darum Sorgen machen? Ich hab meine eigenen Projekte. Timpani, wieso gehst du mir aus dem Weg? Aua, lass mich los! Du weinst ja, warum? Timpani, sag mir, was geschehen ist. Es ist nichts, mach dir keine Sorgen. Vergiss es bitte. Oh nein, Timpani. Steckt mein Vater dahinter? Ich bin nur ein einfaches Mädchen. Es wird niemals funktionieren. Timpani, ich... Lebe wohl, du mir. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist unser Schicksal. Das war etwas merkwürdig, aber wir scheinen es ganz gut überstanden zu haben. Es tut mir so leid. Das war alles meine Schuld. Und ihr alle. Vielen Dank. Wenn du mir danken willst, geh mir nicht auf die Nerven, klar, Pickel? Wo wir davon sprechen, Bowser, bist du vielleicht der dritte Held? Seid gegrüßt. Ich habe schon auf euch gewartet, werte Helden. Wart ihr erfolgreich bei der Suche nach den reinen Herzen? Könnte man wohl so sagen. Verblüffend. Als ihr Tippi gerettet habt, ist das reine Herz einfach so erschienen? Sehr interessant. Diese Burg wurde wohl von den Ältesten erbaut. Meine Vorfahren scheinen weit gereist zu sein. In der Burg jenseits der großen See versiegelten wir ein reines Herz.
Ja, das stand so irgendwo im Lichtprognostikon. Nur ein starker Impuls von Liebe und Vertrauen konnte das Siegel brechen. Wir haben dieses reine Herz also gefunden, weil Tippi begann uns zu vertrauen? Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir drei Helden. Hoho. Ich kenne den Neuzugang zwar nicht, aber ihr solltet weitersuchen, werte Freunde. Also bitte, mal Spaß beiseite. Mit mir braucht ihr jetzt niemand anderes mehr. Wenn ein Problem auftaucht, walze ich es platt. Ich bauserisiere es. Oho, sehr gut, verehrter Bowser. Möge deine Stärke dieses Gru... Oho, wie es scheint, ist die Lehre abermals gewachsen. Die Zeit wird knapp. Also weiter. Wir müssen schnell die nächste Herzsäule finden. Ich muss mich ebenfalls um ein paar Dinge kümmern. Ich muss das Lichtprognostikon nach weiteren Hinweisen durchforsten. Ja, und damit sind wir wieder zurück im Flipchart und ich beende hier die Session und die Aufnahme und alles Mögliche. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Paper Mario. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.